Herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Und zwar sitze ich in einem 911 Dakar und wir sind in einem Steinbruch und hier wird es heute rund gehen. Wir sind bereits mit dem Heli hergeflogen vom PEC Hockenheimring. Also es ging schon früh los und ja, jetzt bin ich sehr gespannt, was uns hier erwartet. Also es wird jetzt wirklich Offroad und Rallye, also wirklich Track and Rallye. Also es wird wirklich mega, mega genial. Wer mehr über dieses ganze Event erfahren will, gibt es ein separates YouTube-Video. Und hier wird es jetzt speziell um den Dakar gehen. Los geht's! Wir fahren jetzt direkt in den Offroad-Bereich rein. Das fängt schon mit diesen kleinen Lunke hier einmal an. Da gewöhnen wir uns direkt dran. Wie gesagt, basic das aussieht. Und man braucht sich hier echt keine Gedanken machen über diese ganzen Löcher. Da hätte ich mit meinem 911er schon Angst. Gleich in der ersten Stufe noch relativ entspannt bergab, aber auch da gewöhnen wir uns schon mal dran, dass wir das Fahrzeug entsprechend auf der Bremse dann langsam runterführen. Crazy ist das hier. Sieht ja cool aus. Ja, man sieht ja schon fast gar nichts mehr. Ah, so staubig. Mei, ist das cool. Oh, schau mal, wie es da runter geht. Ja, krass. Und das ist ja, glaube ich, noch gar nichts, ne? Also wie wir gelernt haben, hat er ja im Offroad-Modus so viel Bodenfreiheit wie ein Cayenne. Crazy. Wahnsinn, die Steine. Oh Gott! Oh. Das arme Auto. Das schaut aus wie in der Wüste. Mars. Jawohl, das sieht doch gut aus. Und dann geht es ja nach links hoch. Hier werden wir deutlich mehr Stock und Stein haben, beziehungsweise deutlich mehr Schotter, größere Steine. Hier wichtig, konstant am Gas bleiben. Nimm nicht den Fuß vom Gas weg, bleib schön am Gas dran. Lass den Wagen die Arbeit machen, die Differentiale etc., den Allrad. Lass den entsprechend einmal arbeiten. Fühlt sich das an? Einmal gemeinsam. Ja, also es fühlt sich mega gut an und man hat überhaupt keine Angst, dass hier jetzt irgendwas nicht gehen wird. Aber Gottes Willen, man hat halt einfach um das Auto, sag ich mal, irgendwie ein bisschen Angst. Jawohl, wunderbar. Dann fahren wir hier schön einmal in der Kehre den Berg hoch. Also wir brauchen jetzt einen Dakar. Dann können wir einen Großglockner Offroad hochfahren. Das ist ja echt crazy. Ja, das sieht gut aus, ihr Lieben. Schön den Fuß immer ein bisschen am Gas, also dass wir konstant Kraftübertragung haben, hier hochkommen. Wenn es gleich links rumgeht, haltet euch eher so ein bisschen tendenziell. Schau dir die Fahrer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Also eigentlich braucht man ja immer einen Dakar, weil was Google Maps ja da manchmal auch einfällt, wo die einen da rumführen. Ne? Schau dir das an. Da standen wir letztens auch vor einem Feldweg. Da haben wir gesagt, nee, da fahren wir nicht weiter mit dem Tee. Ui, das ist crazy. Phänomenal, was mit so einem 911 geht. Ja, das stimmt. Das ist wirklich phänomenal. Wie geil es aussieht. Wie denn der da durchgefahren ist. Wunderbar, alle sind am Start. Perfekt. Wenn wir jetzt hier gerade wieder runterfahren, dachten wir mal... Hier wird schon Muskelkater. Vom Halben. Kann man das glaube ich dir. Naja, wenn wir jetzt hier so nicht ganz links fahren, aber schon relativ weit links, dann wird sich das vordere linke Rad, müsste ungefähr jetzt sein, bei mir einmal aushebeln entsprechend. Und ach krass, siehst du das? Rädern unterwegs. Eine ganz nette Erfahrung. Das linke Rad in der Luft. Wagen mit dem schau hin, ganz schau. Ruhig runterrollen lassen, ganz genau, wunderbar. Oh Gott. Achte drauf, noch vielleicht ein bisschen mehr Abstand zum Vordermann, so 2-3 Fahrzeuglängen wäre besser. Einfach das war jetzt gar nicht so wild. Dass wir doch mal von der Bremse rutschen, ist noch nie passiert, aber safety first, sag ich jetzt mal. Ach, ist das krass. Wunderbar, herrlich. Jetzt einmal außen rum, wir fahren aus in die Bahn einmal ab, geht dann einmal runter entsprechend. Also brutal. Ein schöner Anblick mit euch hier. Wunderbar. Also verdammt cool, wirklich verdammt cool. Das Event bisher 10 von 10, 100 von 10, also. So, und dann fahren wir hier von außen an. Es geht rechts rum über diese Überführung entsprechend einmal rüber hier schön zentriert, ach, entsprechend einmal rüberfahren. Dann geht es gerade rüber. Auch hier mal kontrolliert den Fuß an der Bremse lassen, Kontrolle über das Fahrzeug. Und dann geht es entsprechend einmal rüber. Vorgestern bin ich noch über diesen Stein rübergerollt, das ging. Schauen wir, ob es heute auch geht. Jawohl, bei mir kratzt gar nichts, solange man rüber. Gar nicht so einfach, wenn man gar nicht so viel sieht. Ich halte noch in die Lunken rein. Ich halte mich gerne lieber so ein bisschen links auf. Aber da kannst du mal so ein bisschen schauen, ein bisschen gucken. Und das war Stein. Alles am Start. Da brauchst du dir wirklich keine Sorgen zu machen. Funktioniert wirklich, wirklich gut. Okay, es geht gleich hier links rum hoch. Hier werde ich euch einzeln hochschicken. Spielerisch. Ich würde gerne so ein bisschen kompakt ran, aber dann geht es einzeln hoch. Ich werde das Ganze logischerweise erstmal einmal vorfahren. Wenn ich oben bin, hole ich euch einzeln entsprechend vor. Auch hier konstant aufs Gas, ruhig ein bisschen kräftiger rangehen. Trau dich da ruhig und dann geht es hier auch entsprechend hoch. Das ist erstaunlich, was so ein Auto doch kann. Wie eine Staub. Und dann entsprechend hier rechts einmal rum. Und dann dürft der nächste schon einmal rüberkommen. Kommt hoch, ihr Lieben. Und dann einmal zu mir. Jawohl, sehr schön. Gute Geschwindigkeit. Sieht wunderbar aus. Weiter so. Jawohl, sehr souverän. Okay, Jenny, ich kann's auch los. Strecke ist frei. Ah! Boah, schau dir die Steine an. Mega, richtig gut. Auf okay. Den Fetten musst du jetzt aber nicht drauf fahren. Nee, hab ich nicht vor. Wunderbar, ich gebe es konstant an Gas. Allmächt. Damit darf kein Spaß mehr, oder? Du darfst auch gerne losfahren. Muss ich immer ein bisschen, größer machen, dass ich mehr sehe. Dann einmal Gas, die Steigung gucken. Ist das gut? Schön. Ist das schön, wie der sich da hochpirscht. Und Jenny, schau, dass du noch mal schön nach vorne kommst, dass wir da Platz haben. Perfekt. Okay, dann rollen wir mal langsam los. Das sah bei euch allen dreien jetzt relativ einfach und simpel aus. Ich habe keine panischen Gesichter gesehen, eigentlich nur Gesichter der Freude. Wunderbar. Denn jetzt legen wir noch mal eine Schippe drauf. Wir werden jetzt das Ganze noch mal ein bisschen intensivieren. Etwas steilere Strecken hochfahren, vielleicht auch mit der Geschwindigkeit etwas hochgehen, da helfe ich euch. Ja, also dann kommt mal mit. Wir kreuzen gleich einmal die Rallye-Strecke. Puh, ich glaube, wir müssen hier ein bisschen kühler machen von der Klima. Kommt man schon ein wenig schwitzen hier. So, also brutal. Einmal hinterherkommen, wir fahren jetzt. Einmal, hätte ich nie gedacht, dass dieses Auto das kann. Dieses steile Stück. Wahnsinn. Da gleich runter. Ach, auch im 911, man denkt, na, funktioniert das wirklich? Du wirst erstaunt sein und hoffentlich auch verblüfft, was wirklich möglich ist. Na, niemals vergessen, dass wir im 911 drin sitzen. Ja. Kennen die richtigen Gelände,
Wagen, aber das Ergebnis ist trotzdem dasselbe. Vielleicht das sogar kann besser. Man echt kurz vergessen, dass man in einem 911 sitzt. Das glaubt man gar nicht. Ob der nächsten. Wahnsinn. Ja, also brutal. Ne, schau da oben. Mit hochholen, fahrt bitte nicht selbstständig mit. Wir jetzt bitte einmal mitkommen. Wir fahren einmal durch, rechts rum. Genau, kompakt hinterher. Und dann sind wir hier schon quasi auf der Rallye-Strecke. Diesmal fahren wir aber noch nicht die Rallye-Strecke. Das machen wir gleich danach. Ah, da bretschen die anderen rum. Schau dir das an, wie geil. Genau, und dann kommt man schön einmal ran, kompakt einmal rankommen. Und da, wo ich jetzt hier stehe, dort bleibt ihr gerade mal stehen, hier einmal stehen bleiben, kommt bitte nahe beieinander einmal ran. Und dann fahre ich als erstes einmal hoch. Schau mal, ach, da fahren wir jetzt hoch. Einmal lang. Boah. Und dann gehe ich hier ran ans Gas. Oh. Da ruhig ein bisschen Mut mitbringen, am Gas dranbleiben. Ich glaube, du siehst jetzt nur noch Staub im Prinzip. Wenn man oben ist, geht es dann gleich links rum, hoch in die Wände. Das erkläre ich dir dann gleich. Ja. Jetzt kommt noch einer hier. Ah, warte. Das ist crazy hier. Das ist ein Wunderland. Wie das ausschaut. Ja. Mystisch. Ja. Wow. Die Bergeöse, die ist auch so cool. Haben wir echt viel gelernt heute, also. Links einmal rum, genau, Straße noch folgen, hoch den Berg. Du kannst noch ein bisschen ans Gas geben, wenn du möchtest. Genau. Ans Gas, 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 hoch, oben in die Wände, genau, ran ans Gas, komm, fertig. Man sieht ja nicht, was einen da jetzt oben noch erwartet, ne? Angst. Genau, dann gehst du oben einmal wenden, das Fahrzeug. Ja, das kann ruhig einlegen. Wo sind wir gelandet? Ja. Ich bin auch ganz perplex, so sehr. Der pure Wahnsinn. Da steht der Frankreich. Und da kommst du einmal zu mir gefahren. Ansonsten, Strecke ist frei, los geht's. Viel Spaß. So, Strecke ist frei, jetzt müssen wir da hochfahren. Respekt. Und dranbleiben am Gas. Dranbleiben, 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 dranbleiben. Hier noch ein bisschen mehr Gas. Trau dich. Don't be too gentle. It's a rental. Immer dran denken. Und dann einmal hier hoch. Auch hier. Geh mal ein bisschen ans Gas. Komm, trau dich. Bisschen ans Gas. Trau dich, trau dich. Trau dich. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, das kann der ab. Wunderbar, herrlich. Genau, oben einmal. Wenn wir einmal wenden, einmal zu uns wieder einmal rankommen. Und dann geht's gleich. Da brauchen wir einen Rückwärtsgang, oder? Ist das wild? Das ist echt wild. Das ist ein bisschen crazy hier. Oh Gott, das wird. Also echt brutal, dieses Auto, was das kann. Jetzt geht's dann nach unten. Oh Gott. Immer schön Sachen. Da kommst du einmal zu uns gefahren, hier für dich links rum rein. Ansonsten unten, Strecke ist frei, los geht's, viel Spaß. Folgen, es geht den Berg hoch, die Geschwindigkeit noch erhöhen. Wenn du willst, geh ran ans Gas, ruhig nochmal 20-30% rauf, das passt schon. Und ja, Spaß auf der Welt. Das sind die erste Fahrzeug fahren, Strecke ist frei, los geht's. Crazy. Also das muss man wirklich gesehen haben, das glaubt man gar nicht, dass dieses Auto sich da so spielerisch da durchwindet. Also unfassbar, unfassbar. Und Strecke ist frei, nächstes Fahrzeug, ich kann losfahren. Los geht's! Da sind Fahrer. Voller Körpereinsatz von Frank Kaiser. Boah, wie geil das auch schon. Ja, der GT3 RS, mit dem habe ich vorhin schon so viel gemacht. Der ist so hübsch. Hier. Der ist richtig hübsch. So,
Los geht's hier. Das ist so geil staubig. Und auch die Maschinen hier. Okay, dann würde ich sagen, ich will nochmal durchtauschen. Max, tausch gerne mal durch, aber du hast keinen zum Tauschen. Ihr bleibt ja, glaube ich, so wie ihr seid. Ich schaue bei euch jetzt, ihr seid auch so sitzen. Dann fahren wir direkt weiter, wenn es euch passt. Alles fein? Los geht's? Mega! Das ist geil, das ist so geil. Ja, und dieser Schal. Ne? Ich finde das so gut. Ein bisschen durch die Gegend, das ist schon cool. Ich brauche auch unbedingt mal ein Auto mit Schal. Na gut, dann kommt mal mit. Runde Nummer 2. Ach, ist das toll. Thank you.
auch gerne wieder hoch. Los geht's. Sind wir fertig mit dem Offroad-Bereich. Es war mega geil, also brutal, so, so cool. Und jetzt müssen wir unseren Drive-Mode umstellen und zwar auf den Rallye-Modus. Das machen wir jetzt hier gleich. Wir fahren jetzt auch durch das Zelt durch. Das ist ja cool. So, schauen wir mal, in welche Richtung das jetzt hier geht. Mal gucken, Alter. Da, Rallye. Ja, den Modus habe ich nicht. Also voll cool, so, jetzt fahren wir durch dieses schöne Zelt. Toll. Das sieht gut aus, glaube ich. Just in time hier wieder. Mega cool. Jetzt bin ich gespannt, also wie die anderen da jetzt schon gefahren sind, so im Drift und wie das da staubt. Und da habe ich jetzt voll Bock drauf. Saugeil. Man sieht
Tempomillimeter vorher, kein Thema, alles gut. Aber ich werde euch gleich zeigen, wo wir ein bisschen langsamer fahren müssen. Und der offizielle Start ist hier an den roten Pylonen. Du kannst hier ersten Gang los, kräftig ans Gas, je nachdem, wie gut du fahren kannst. Kannst du den Wagen auch schon anpendeln, runter vom Gas gehen. Da ist der offizielle Startpunkt. Von der Rallye-Strecke. Schön einlenken nach links im Rallye-Modus, auch gerne kräftig ans Gas gehen. Was passiert ist, dass das Heck hier entsprechend ausbrechen wird. Und dann geht es hier ganz schön wild über Stock und Stein. Teilweise wird euer Auto, je nachdem wo ihr fahrt, auch abheben, wenn ihr schnell genug seid. Auch jetzt nicht probieren. Und dann haben wir vorne die roten Pylonen. Gespannt. Dort das Auto wirklich abhebt. Einmal los mit der Bremse, rein in die Bremse und dann. Ah ja, Bremspunkt. Ja, vorne. Vorne haben wir denn die Schikane hingebaut. Bei der Schikane mache ich zumindest gerne Rallye-Flick, das heißt jetzt von außen an die Bremse, lenke ein, lenke nach rechts, runter von der Bremse, lass den Wagen rutschen, kräftiger Gasstoß, runter vom Gas, lenken wir nach links, das Heck rotiert, ran ans Gas und dann können wir den quasi hier rumdriften mit Allrad, Theorie auch Praxis. Ich sag nur, was theoretisch möglich ist. Okay, wo ich bin, nach rechts, voll ans Gas, runter vom Gas nach außen ziehen, einlenken, Wagen kommen lassen, ran ans Gas und theoretisch kannst du den Wagen hier bergab runterdriften, aber das ist natürlich beim Vorrollen nicht und dann kannst du hier bergab wieder den Wagen ein bisschen aufpendeln. Ne? Das heißt also, kannst du mal schauen, wir fahren hier links gleich zum Beispiel einmal rüber, dann rechts auf den Fotografen einmal zu, lösen das Gas, lenken entsprechend ein, gucken rüber und dann kräftig ans Gas und das Heck rumschwingen kann. Wo guckt man hin? Naja, ich nehme als Referenz dort hinten die rote Pylone, versuche, dass da mein Heck rumschwingt. Ziel da mehr oder weniger drauf zu, ran ans Gas und dann kräftig beschleunigen. Teilweise haben wir eher Vollgascharakter hier für einige Sekunden sogar, damit wir überhaupt hier quer rumkommen. Vollgascharakter. Eure Autos hier aufbauen können. Ich bin gespannt. Also wirklich kräftig durchbeschleunigen, wo wir dann nachher zum letzten Punkt kommen. Ja, nicht der letzte, vorletzte. Hier haben wir so ein paar Hütchen, hier haben wir so eine leichte Safety-Zone. Warum? Eigentlich relativ einfach. Rechts sind so ein paar Eisenträger, Baumaterialien etc. Achtet darauf, dass ihr, wenn ihr hier durchfahrt, bitte nicht mit 100 durchfahrt, was theoretisch möglich ist. Fahrt ihr mal so 30, irgendwie sowas, dass wir hier adäquat durchkommen, weil verschätzt du dich hier mal. Ach, das ist ganz schön. Klingt doch alles geil. Brauchen wir nicht, von daher mach mal hier so bummelig 30, auf jeden Fall deutlich. Die Geschwindigkeit raus, denn definitiv die Bremse klar benutzen und dann geht es ja einmal entsprechend wieder rum. Mhm. Durchgerollt, ja, aber hier rechts rum bei 30 wirst du auch genug Schwung haben, 20 km reicht eigentlich schon aus. Fahre dann einmal nach rechts und dann geht es links rum. Du kannst, wenn du willst, hier oben die Steilkurve hochfahren. Steilkurve. Das ist erstaunlich, ich fahre erstmal demonstrativ einmal hoch. Schau dir das an. Was hier los ist, da kannst du theoretisch hier einmal langfahren, auch lang driften, aber das funktioniert eher sehr, sehr schwer, deswegen empfehle ich dir dort mit Sinn und Verstand rüber zu fahren, bergab. Wenn du magst, nochmal kurz ans Gas gehen, den Wagen hier rausziehen, über den Schotter und dann bleib ich hier vorne gerade mal stehen, oder dass du einmal Bescheid weißt. Oh Gott. Also das erinnert mich eher an so eine G-Klassen-Experience hier. Ja, also, wir sind im 911, das ist doch so krass, oder? Das ist ja krass. Schreib mir mal in die Kommentare, wie du das hier alles findest, bitte. Wahrscheinlich eher nicht. Aber wir achten darauf, dass wir hier dann auch so eine maximale Geschwindigkeit von irgendwie 20 haben. Wir gucken mal, irgendwie sowas. Ja, das sind irgendwie 20 km/h, 13 Meilen pro Stunde, je nachdem, wie der Tacho eingestellt ist. Und dann... Ah ja, wir haben ja Meilen pro Stunde, stimmt. Fällt mir jetzt auch mal auf. Einmal vorne am Starttor, den roten Pylonen sich aufzureihen. Ich stelle mein Auto gerade hier zur Seite einmal und dann bitte ich euch vorne am Starttor zu warten. Ihr dürft jetzt gerne den Wagen in den Rallye-Modus packen. Aus dem Rallye-Modus dann nachher das PSM entweder komplett aktiviert lassen, deaktivieren oder im PSM Sport fahren. Das dürft ihr euch gerne aussuchen, auch zwischendurch mal ein bisschen switchen, wenn ihr Bock habt. Und dann würde ich sagen, Strecke ist frei, das erste Auto kann fahren, los geht's. Crazy, jetzt bin ich gespannt. Gut. Mal Scheibe sauber machen. Ja, du kannst gleich hinterher, denn die Strecke ist frei. Viel Spaß. Eieiei. Gut, so schnell sind wir jetzt nicht, dass wir hier bremsen. Wunderbar, gewöhnt euch dran an das Auto, das sieht gut aus. Wunderbar, mein Lieber. Tschüss, top.
Berge frei. Wunderbar, weiter so. Der rutscht so geil. Ja, sehr schön. Wunderbar. Geht das wirklich mit der Kamera eigentlich? Ja. Das ist, glaube ich, Fitnessstudio heute. Oh, jetzt kommt die Steilkurve. Wow. Alter. Wie ist das krass? Jetzt kommt direkt wieder Durchfahrt. Wirklich wieder frei für dich. Das ist direkt am Start. Heftig. Brutal. Brutal. Genau, dann kräftig ans Gas. Fangt ruhig an, den Wagen wirklich mit Zug da hochzubringen. Das ist erstaunlich, was so ein Wagen kann. Jetzt filmen wir das Ganze mal hier so aus meiner Perspektive. Los geht's, viel Spaß. Genau, Lenkung nach links, dann ans Gas. Genau, kräftig ans Gas gehen. Das ist eine geile Stelle hier. Genau, kräftig am Gas gleich. Rum und dann. Genau, und Gas, 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 Gas. Komm, traurig, traurig, traurig. Jawohl! Noch mehr! Ja. Oh Gott! Genau das. Also, ja, glaub mir, das Lenkrad fühlt sich genauso schwierig an. Da werden wir jetzt durchgeschüttelt. Ja, sauber rumfahren. Deckung geht bei dir gerade nach rechts. Tipptopp. Oh, Steilkurve. So, komm, 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 komm. Ist das geil. Boah. Guck mal, noch einmal fahren. Los geht's. Oh, krass. Strecke ist frei. Los geht's. Mega! Brutal! 911 Dakar! Wow! Drive Mode Rally! Rally Driver! Now Passenger! Perspective! Also noch kurz ein Blick auf den Tacho, waren das 30.000 Sätze, da hat er cool auf! Yeah!
wieder Schnellfahren. Okay. Staubt, das ist so brutal. Wir sind jetzt hier die Rallye-Strecke gefahren. Das hat so viel Spaß gemacht. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie gut dieses Auto fährt. Also wirklich, man sitzt in einem 911, man fährt eine Strecke, wo man denkt, die ist eigentlich für einen Cayenne. Also ja, brutal. Das Auto hat Leistung, Power und es geht auch so geil in den Drift. Das macht sowas von Spaß. Und ja, es ist ja warm, deswegen ist alles trocken. Deswegen staubt es wie die Sau. Aber es ist so geil. Es ist richtig geil. Also ich kann das Event jedem nur empfehlen. Und ja, das nächste Highlight wird jetzt dann auch noch folgen. Mit dem GT3 RS geht es wieder zurück zum PEC. Da folgt ein separates Video. Und es gibt ja ein Overall-Video. Also dranbleiben und alles anschauen. Es ist einfach geil. Stoppt sie mich immer am besten. Oh, ja, gut. Alles klar, Benni, danke dir.
ist, ne? Wie man sonst nur so fährt, da die Kurve da voll im Drift, also brutal. Ja, man gewöhnt sich dran, ne? Aber es ist natürlich auf Eis ist nochmal ein bisschen entspannter. Das ist schon, das ist schon Arbeit auch hier, ne? Ja, freilich, da muss nicht so viel tun auf Eis, dass er hierher kommt, ne? Da. Also das war mega cool. Dankeschön. Sehr gerne. So, leider ist es schon vorbei. Es war viel, viel zu schnell rum. Aber ja, es war trotzdem eine Menge Fahrspaß. Also das war so cool, wie oft man da wirklich rumheizen konnte. Und mit jeder Runde hat man es besser rausbekommen. Also wirklich brutal geniales Auto, dieser 911 Dakar. Und ja, Schalensitze, also mega, mega cool. Also wirklich brutal. Die ganzen Modis, die er da auch hat. Sport, Rallye, Offroad, also wirklich cool. Kann ich eben nur ans Herz legen, sowas auch mal zu machen, weil ich glaube, einen Dakar kann man jetzt nicht so oft einfach mal fahren. Der ist auch Kleinserie und limitiert auf 2000 Stück, von daher geil. 2500. Ah ja, 2500, stimmt, da steht es ja auch noch, genau. Ja, in dem Sinne freue ich mich auf deinen Kommentar hier dazu, dein Like und dein Abo natürlich und schau alle anderen Videos auch noch an. Tschüssi!